Auch der FSV Frankfurt lässt es in der Länderspielpause ruhiger angehen. Kein Wunder, vor der Pause endlich der lang erwartete zweite Saisonsieg. 3:0 in Sandhausen, immerhin eine Mannschaft aus dem Mittelfeld der zweiten Liga. Mit Relegationsplatz 16 zwar immer noch nicht raus aus der Abstiegszone, doch die letzten Auftritte machen Mut. Wir haben uns einfach belohnt, ja, für die Leistung. Und der Unterschied ist einfach, dass wir gepunktet haben und die Stimmung ist auf jeden Fall besser und ja, wir haben mehr Selbstvertrauen. Faton Toski selber hatte den FSV in Sandhausen mit seinem ersten Saisontor in Führung geschossen. Vielleicht endlich der Durchbruch des früheren Eintracht-Spielers am Bornheimer Hang. Dazu noch ein Geniestreich von Vincenzo Grifo und ein Elfmeter von Edmond Kaplani. Der albanische Stürmer am Dienstag ja auch mit dabei beim Skandalspiel in Serbien in der EM-Qualifikation. Für die Benno-Müllmann-Truppe gab es während der Länderspielpause zuletzt auch noch einen lockeren 5:1 Testspielsieg gegen Verbandsligisten Rot-Weiß Frankfurt. Nun geht es gegen Müllmanns früheren Club, den Tabellenführer FC Ingolstadt. Dann gibt es auch ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Bornheimer und WM-Teilnehmer Matthew Leckie. Die Truppe von Trainer Ralf Hasenhüttl diese Spielzeit als einzige Mannschaft der zweiten Liga noch ungeschlagen und vor der Länderspielpause mit einem Sieg gegen Bundesliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. Vergangene Saison gab es gegen den FSV in der Liga allerdings zwei Niederlagen. Am Bornheimer Hang gar mit 1:4. Ich war gegen Frankfurt letztes Jahr noch nicht dabei und das war das letzte Spiel, was wir auswärts verloren haben als FC Ingolstadt. Und das ist natürlich schon nochmal ein zusätzlicher Ansporn. Ich habe dort in dem Stadion auch keine besonders guten Erfahrungen gehabt bis jetzt und dementsprechend möchte ich da auch gerne mal was mitnehmen. Ob ein Punkt oder drei ist mir Stand heute nicht so wichtig. Ich möchte unbedingt weiter punkten, konstant auswärts schwer zu schlagen sein. Ich glaube, das können wir auch, wenn wir unsere Leistung am Platz bringen. Die Schanzer auch auswärts immerhin schon mit 2 Siegen. Der FSV Frankfurt daheim hingegen noch gänzlich ohne Dreier. Doch die Bornheimer sind zuversichtlich mit ihrem neu gewonnenen Selbstbewusstsein. Ich denke, dass sie auf jeden Fall im Mittelfeld spielstark sind. Trotzdem denke ich, dass es jetzt keine Übermannschaft ist. Ja, ich denke, dass wir auf jeden Fall gut dagegen halten können. Auch wir können Fußball spielen und ich hoffe, dass es wieder erfolgreich wird für uns. Einziger Wermutstropfen, Linksaußen Dennis Eppstein, zu Saisonbeginn schon mal verletzt, musste in den vergangenen Tagen das Training mit Schmerzen beenden. Dennoch, vielleicht wird der Bornheimer Hang für Ingolstadt am Sonntag ja wieder eine uneinnehmbare Festung.